Okay, jetzt, oh, okay. Hier kommen wir woanders hin. Burgwache. Hallo, Troger. Was streunst du hier rum, Vogelfänger? Du hast in der Burg nichts zu suchen. Und warum starren heute alle auf meinen Bauch? Ich weiß selbst, dass ich massiv bin. Nichts für ungut. Olgierts Eichenblatt ist also in Trogers Wams versteckt. Aber wenn Troger schwört, er hat es nicht, dann hat er es auch nicht. Meinst du? Olgierts Eichenblatt ist also in Trogers Wams versteckt. Aber wenn Troger... Du schon wieder? Olgiert von den Färbern hat meine Eichenblätter gestohlen. Was kümmert es mich, wenn du deine Blätter verlierst? Es ist eine Ungerechtigkeit. Sie waren in der Überzahl. Jeder lernt diese Lektion früher oder später. Ich brauche keine Lektionen. Ich bekomme es schon irgendwie wieder. Wie lautet das Rätsel für das letzte Eichenblatt? Das Rätsel für das vierte Eichenblatt ist gerade richtig für dich. Die Säue am Nordtor sind seltsame Tiere. Die Eicheln fressen sie auf, aber die Blätter, die fressen sie nicht. Säue am Nordtor, Eicheln, keine Blätter. Klingt leicht. Aber wieso ist das Rätsel genau etwas für mich? Spute dich lieber, bevor ein anderer gewinnt. Ja, wir müssen also bei dem Match rumwühlen. Welcher Preis winkt noch gleich dem Sieger? Der Sieger wird vom König selbst geehrt. Was genau bedeutet das? Scher dich fort, wenn du das nicht zu schätzen weißt, unwürdiges Pack. Ich komme wieder. Morgen wartet die Schlachtbank. Die Gänse, die sind das um Weihnachten dran. Aha, hier geht's zum Tempel. Im Augenblick habe ich Dringlicheres zu tun, als zu beten. Natürlich. Oh, er spielt ein anderes Lied, oder? Friedhelm? Ja? Wie heißt das Lied, das du gerade gespielt hast? Das Lied vom Farindelwald. Es handelt von einem verwunschenen Wald und von einer gefährlichen Fee, die darin haust. Ist etwas damit? Nein, nein, nur aus Interesse. Ich lasse dich mal wieder fiedeln. Das ist das alte Lied. Hey, weg da! Sein Humpenmeison. So sind wir wieder hier. Waren wir da schon? Ey, da kommen wir auf den Markt. Und da kommen wir auch auf den Markt. Aha. Müssen wir bei den Schweinen hier nachgucken. Ihr stinkt. Ich weiß nicht. Ich gehe später spazieren. Jetzt muss ich mich um meine Aufgabe kümmern. Okay, was machen wir mit den Schweinen? Brauchen wir vielleicht den Käse? Vielleicht können wir damit dann was machen. Das missfällt denen genauso wie allen anderen. Besser nicht. Mir fällt dazu nichts ein. Meine letzte Rauferei mit einem Schwein hat das Schwein... Ja, das Schwein gewonnen. Meine letzte Rauferei... Okay, versuchen wir mal. Ich denke, das ist jetzt die Lösung. Mal versuchen, den Leibkäse zu gewinnen. Mit dem Leibkäse können wir doch bestimmt die Schweine anlocken. Ich will noch mal ziehen.
Irgendwann muss es klappen. Wenn du meinst. Meine Niete. Tut mir leid, Geron. Ich will noch mal ziehen. Irgendwann muss es klappen. Du Unglückskind, siehst doch nur Nieten. Halt den Schnabel. Niete, oder? War ja klar. Hör nicht auf ihn, Geron. Pech im Spiel, Glück in der Liebe. Ich hab nur noch einen Kreuzer. Da muss ich vorher sicher gehen, dass ich diesmal auch gewinne. Mhm. Okay. Hat denn überhaupt schon mal jemand gewonnen? Natürlich. Denkst du, ich betrüge? Schau, ich... Auf die Gewinner ein kleines Muster gewonnen. Und wie du siehst, ist... Es hat also schon... Ist ja schon gut. Also wir müssen einen Weg finden, dass wir hier... Dass wir gefällt gewinnen. Dir die Musik? Ja. Ich höre, ich würde so gern noch näher, aber leider muss ich hier bleiben. Ach, würde er nur das Lied von der Bärenbraut spielen. Aha. Könnte auch ich mich nicht mehr zu... Lied von der Bärenbraut. Bis dann. Und dann schimmern wir während... Friedhelm? Ja? Kannst du auch etwas anderes spielen? Gefällt dir meine Musik nicht? Doch, doch. Ich würde nur gern ein bestimmtes Lied hören. Das Lied von der Bärenbraut. Hm. Das habe ich schon lange nicht mehr gespielt. Kann es nicht ein anderes Lied sein? Das schaffst du schon, Friedhelm. Die Leute hier merken sowieso nicht, wenn ein paar Noten nicht stimmen. Also gut. Und schön laut bitte, damit man dich auf dem ganzen Markt hören kann. Ist recht. Ein Wunschlied für den Vogelfänger hier. Was? Pass bloß auf, Musikus. Wenn der Vogelfänger sich was wünscht, geht meistens was zu Bruch. Kannst es nicht wissen, aber das stürzt uns alle noch ins Unglück. Hör gar nicht hin, spiel einfach. Mhm. Schon ist sie am Applaudieren. Die gezogenen Lose. Ah, diese Eichel hat ein Muster. Okay. Können wir die Mustereiche jetzt in den Krug packen und... Hilf dir selbst, dann hilft dir Fex. Aha. Wenn überhaupt, sollte ich etwas stehlen, das nicht direkt vor ihrer Nase steht. Okay, Hilda? Können wir nochmal... Hilda! Ah. Friedhelm? Ja? Hör auf damit. Du kannst jetzt wieder etwas anderes spielen. Willst du mich auf den Arm nehmen? Ich dachte nur, etwas Lustiges, Fröhliches wäre zur Abwechslung nicht schlecht. Ein Trinklied vielleicht. Also gut, meinetwegen. Aber dann ist Schluss mit deinen Wünschen. Ja, vielleicht. So. Geron, was für ein wunderschönes Lied. Warum spielst du nicht mehr auf der Flöte? Ich ließe dich auch jeden Abend vor meinem Fenster proben. Oh, bitte nicht. Eher schneide ich mir die Ohren ab, als mir das Gejaule anzutun. Hm, ich denke, da ist wohl jemand so ein bisschen da mit liebe Geron wohl jemanden den Kopf verdreht. Ich will noch einmal ziehen. Jetzt wird es bestimmt etwas. Nein, du verschleuderst nur dein ganzes Geld. Und lass auch die anderen mal. Ich sehe hier keine anderen. Und jetzt nimm bitte den Kreuzer. Na schön. Du willst es ja nicht anders. Ganz genau. Und jetzt mit dem Gewinn austauschen. Hier. Ich habe gewonnen. Pah, Hexerei. Herzlichen Glückwunsch, Geron. Welchen Preis hättest du denn gern? Pflaumenschnaps, Strohpuppe, Käseleib. Ich glaube, den Käseleib brauche ich sehr gut. Den kenne ich sehr gut für die... Brauche ich für die Schweine. Denk mal. Ich hoffe, ich riskiere es jetzt nicht. Pflaumenschnapp, Strohpuppe. Gib mir den Käseleib. Bitte sehr. Falls du doch etwas anderes willst, kannst du es später noch umtauschen. Ah, okay. Verstehe. Sehr gut. Versuchen wir es mal mit dem Käseleib.
Die Schweine werden genug gemästet. Ah ja, dann wird das wahrscheinlich... Die Schweine werden genug gemästet. Die Schweine werden... Gut, ich möchte zurückgeben. Aaron? Ich will meinen Preis doch nochmal tauschen. Natürlich. Was möchtest du? Ey, Pflaumenschnaps. Ich nehme die Strohpuppe. Gib mir die Strohpuppe. Bitte sehr. Falls du doch etwas anderes... Kann doch eigentlich das Letzte, was wir probieren, sein. Das müssen wir doch mit den Schweinen machen. Die Schweine werden genug gemästet. Die Schweine... Aha, okay. Hier, für dich. Niedlich. Aber ich vergnüge mich lieber mit... Also, wir wollen ihn bestechen. Ja, da brauchen wir den Schnaps. Na, Geron? Ich dachte, es geht um die Schweine. Ich will meinen Preis doch... Natürlich. Was möchtest du? Gib mir den Pflaumenschnaps. Bitte sehr. Falls du doch etwas anderes willst, kannst du es später noch umtauschen. So, darauf werden sie bestimmt schärfer sein als auf einen Leibkäse oder eine Puppe. Das hat ja sehr gut geklappt. Schau dir den Vogelfänger an. Der Arme bekommt einfach nicht genug zu essen. Ja, das ist witzig. Hier ist das Eichenblatt. Oh, ich habe das Eichenblatt. So, die bestechen wir jetzt die hier. Das können wir ja nicht noch zurückgeben. Einmal mache ich das. Wir werden ja jetzt wohl nicht die... die Sache zurückgeben können. Na, Geron? Mach's gut, Hilda. Bis dann. Und denk an die Lerche. Okay, das war ja klar. Jetzt müssen wir einen anderen Weg finden. Verschwinde! Wär's mit einem Taubenei? Mein Kopf ist leer, Mist. Natürlich nicht. Die Netzfalle ist für diesen Köder besser geeignet. Aha. Ich muss dringend mal wieder schlafen. Auf jeden. Weh uns. Der Vogelfänger hat sich bewaffnet. Verschwinden wir lieber, Ulfried. Ich spiele nicht mehr vor Menschen. Das hat nur fatale Folgen. Ich muss dringend mal wieder... Aha, wir können vielleicht... Die Netzfalle ist... Ein Vogelfänger braucht zwei Dinge. Die richtige Falle und den passenden Köder. Aber erst sollte man wissen, was man fangen will. Naja, eine... Wie hieß... Na, Geron? Mach's gut, Hilda. Die Lerche. Eine Lerche von der Fang. Okay, wo findet man eine Lerche? Vielleicht hier in dem Gebiet, wo wir noch nicht waren. Ich gehe später spazieren. Jetzt muss ich mich um meine Aufgabe kümmern. Aha. Ach, kommen wir dann nochmal hoch? Also, der Burgwächter sagt, er hat es nicht. Wie war nochmal der Rätselspruch, Olgiert? Ach, kannst du dir... Der Wächter vor der Burg, der hat ein Hemd und eine Hose.
Und in einem von beiden, da hat er ein Blatt. Ein Blatt? Ja, aber er schwört bei Praios, dass er es... Lass mich nachdenken. Okay, vielleicht müssen wir... Wir müssen den Burgwächter bestechen, dass uns das Blatt gibt, was die versteckt haben. Ah nee, das, wir holen deren Blatt. Tauschen dann deren Blatt gegen unser Blatt. Ich denke, so wird's laufen. Können wir hier irgendwie... Das sieht doch auch nach Blättern aus. Können wir hier nicht... Hallo, Troga. Was streunst du hier rum, Vogelfänger? Du hast in der... Warum starren? Ich weiß selbst, dass ich... Nichts für ungut. Olgierts Eichenblatt ist also in Trogas Wams versteckt. Aber wenn Troga schwört, er hat es nicht, dann hat er es auch nicht. Wie kommen wir da hin? Wie kommen wir an seinen Wams ran? Mit ihm möchte ich keinen Ärger mehr. Okay. Brauche ich vielleicht noch. Ich spiele nicht mehr vor Menschen. Für Mastschwein? Unsinn. Behalte ich selbst. Du hast nicht zufällig so eines versteckt. Für dich sowieso nicht. Vier Eichenblätter. Die Ideen für diese Queste stammen bestimmt von seiner Frau. Okay, vielleicht müssen wir mal im Dorf gucken. Im Augenblick habe ich jemanden fragen, ob er was mit dem, ob er was über das Blatt weiß. Das wäre eine Idee. Hallo, du hast nicht zufällig so eines versteckt. Du kannst mich ja mal durchsuchen. Später vielleicht. Du hast nicht zufällig so eines versteckt. Habe ich etwa Zeit für den Unsinn? Das ist zwar ein Schwein, aber hier ist nicht das Nordtor. Okay, hätte ja sein können, dass das Schwein das Blatt versteckt hat. Das wird ihn kaum interessieren. Ich rate dir jetzt zu gehen. Okay, hier bringt es uns nicht weiter. Spielmann weiß auch nichts. Warte mal. Vielleicht. Das bleibt besser bei mir. Du wirst mir das Eichenblatt noch zurückgeben, Olgiert. Wenigstens haben die Schweine das Blatt nicht verschluckt. Wenigstens haben die... So. Ich gehe später. Jetzt muss ich... Okay, hier drin waren wir... noch nicht... Ach nein. Vielleicht fragen wir ihn nochmal, ob er uns helfen kann. Du hältst natürlich nichts von der Eichblattqueste. Na, wenn du gewinnst, hassen sie dich doch erst recht. Hör mal. Hilfst du mir nun bei der Eichblattqueste? Verschon mich mit deinen Albernheiten. Ich habe Wichtigeres zu tun. Deine Krähen sind... Ich muss los. Können wir vielleicht das Ei... Was soll ein Vogelfänger... Ich weiß nicht. Sind deine anderen Sachen wenigstens noch ganz? Ja. Das bleibt besser bei mir. Sind deine anderen... Ja. Tja. Besser nicht. Das hilft auch nicht weit.
Gut, ich würde mal sagen, dann mache ich erstmal eine kleine Streampause. Gucken wir mal nach der kleinen Streampause, wie es hier weitergeht. Wo wir das letzte Blatt herbekommen. Gut. Ich mache euch Musik auf dem Marktplatz. Könnt ihr viele zu hören während der Pause. Friedhelm? Ja? Spiel doch noch mal das Lied von der Bärenbraut. Weißt du was? Ich spiele einfach alles, was du sagst. Ich streite mich doch nicht mit dem einfachen Volk. Bis gleich. Sich den Wams der Burgwache hinunterholen. Unerreichbar. Aber wir haben vielleicht was im Inventar, womit wir... Das ist ein Stadtmittelhemd. Sehr schön. Der schöne Festschmuck. Ich darf das. Holen wir uns noch die Hose mit runter? Die brauche ich nicht. Ah, schade. So, vielleicht sollten wir sie erstmal untersuchen. Tatsächlich. Eines von Eugiers Messing-Eichenblättern. Mal sehen, was dem Schwätzer dazu einfällt. Das können wir doch bestimmt jetzt tauschen. Sieh mal, Eugiert, ein Eichenblatt aus blankem Messing. Ist mir einfach vor die Füße gefallen. Das muss das vom Burgwächter sein. Wo hast du... Lass uns doch tauschen. Eichenblatt gegen Eichenblatt. Damit du gewinnst? Auf keinen Fall. So gewinnt keiner von uns beiden. Es sind noch andere im Wettstreit, wie du weißt. Also schön. Wie viele Eichenblätter hast du schon? Genauso viele wie du. Verstehe. Also gut, Vogelfänger. Heute ist dein Glückstag. Wir tauschen. Aber sei gewarnt, Gion. Wenn du gewinnst, schlägt Ulfried dich grün und blau. Dann sollte er sich schon mal ausruhen. Hau bloß ab. Okay. Dann lassen wir uns mal blau und grün schlagen. Grün und blau. Haushofmeister Neuendorf. Du schon wieder? Welcher der Sie? Was genau? Scher dich. Ich komme wieder. Okay. Was streunst du hier rum, Vogelfänger? Du hast in der Burg nichts zu suchen. Zwei Blätter, okay, wir brauchen wahrscheinlich drei, oder? Vier Eichenblätter. Die Ideen für diese Quest stammen bestimmt von seiner Frau. Na toll. Tja, wo machen wir jetzt weiter? Wir haben jetzt zwei von vier. Das kann ja noch lange dauern. Kein Zweifel. Dieses breite Wams kann nur Troga gehören. Oha. Das war mein Wecker. Ich habe mir einen Tee gemacht. Ein wunderschöner Bratapfeltee. Ein Bratapfelgeschmack. Großartig. Ich meine Teebeutel rausholen. Sehr schön.
na dann. Du schon wieder? Ich komme wieder. Okay, der hat auch nichts für uns mehr. Tja. Können wir hier vielleicht noch was machen? Du solltest allmählich gelernt haben, dass du hier nichts zu suchen hast, Vogelfänger. Tja, also... Wir müssen doch jetzt, wir haben doch die... Na, vielleicht können wir das... Das ist kein Bug. Aha. Spiel damit nicht rum. Fass das nicht an. Mein Kopf und ist das. Den Wams. Das ist kein Banner. Was sollen wir jetzt tun? Ich komme wieder. Hier können wir nichts machen. Tja, also. Die zwei können wir nicht abgeben, oder? Das müssen vier sein. Wo kriegen wir zwei weitere her? Ich habe gar keinen Plan. Ich gehe spät jetzt, muss ich. Okay, das kann ich auch nicht tun. Planlos durch den Tag. Okay. Darum fährst du mal ein Stück Tee. Irgendwo, das ist doch jetzt. Haben vielleicht hier drinnen irgendwo noch Eichenblätter rumliegen? Hier nicht. Oh, guck, von Eisenblätter. Ich Ui, habe alle vier. Jetzt schnell zum Haushalt. Das ging ja gut. Ist die bei uns auf dem. Ist das Bett oder was? Nee, bei uns auf dem Bett liegen die. Vier Eichenblätter. Ja, gut.